Wenn etwas den Titel bahnbrechende Erfindung verdient, dann ist es der Tablet-Computer. Keine 10 Jahre nach Verkaufsstart des ersten Apple iPads sind die flachen Rechner mit dem berührungsempfindlichen Bildschirm bereits so wenig aus dem Alltag wegzudenken wie der Fernseher oder die Kaffeemaschine. Millionen Apps und tausende Cloud-Dienste verwandeln die Tablets in wahre Multitalente. Sie sind Einkaufszentrum, Wetterauskunft, Spielekonsole, Videothek, Radio, Kochhilfe, Webcam-Telefon oder Buch. Schulen und Universitäten fördern den Einsatz von Tablets für effektives Lernen und im Geschäftsleben wäre der Trend zum mobilen Büro ohne Tablets überhaupt nicht vorstellbar. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Samsung Galaxy Tab A8. Das Samsung Galaxy Tab A8 ist als WLAN- oder LTE-Variante erhältlich. Mit Abmessungen von 24,68 x 16,19 x 0,69 cm in Länge, Breite und Höhe ist es geringfügig breiter, aber dafür etwas flacher als das Modell AT510N25. Das Gewicht liegt mit 508 Gramm etwa 40 Gramm über dem Gewicht des Vorgängermodells. Anders als das Samsung Galaxy Tab AT510N25 ist das Tab A8 nicht mit einem IPS, sondern mit einem TFT-Display im Format 16:10 ausgestattet. Die Displaygröße beträgt 10,5 Zoll, 26,6 cm, mit einer VUXGA-Plus-Auflösung von 1920x1200 Pixeln. Das Tablet ist mit 4 Lautsprechern ausgestattet und unterstützt Dolby Atmos. Was ist Dolby Atmos? Dolby Atmos ist ein objektbasiertes Surround-Sound-Format. Während bei anderen Soundsystemen wie Dolby Surround 5.1 und 7.1 jeder Lautsprecher einen fest zugeordneten Ton erhält, ist das bei Dolby Atmos nicht mehr der Fall. Die Technik positioniert die Soundeffekte in einem virtuellen Koordinatensystem und der Dolby Atmos-Prozessor errechnet die individuellen Tonkanäle in Abhängigkeit der räumlichen Gegebenheiten. Das soll dafür sorgen, dass der Zuhörer beispielsweise den Regen tatsächlich als von oben kommend wahrnimmt und sich inmitten des Szenarios fühlt. Das Galaxy Tab A8 von Samsung ist mit einer Speicherkapazität von 32 GB GB und 3 GB GB RAM-Arbeitsspeicher erhältlich. Anders als beim AT510N25 ist keine Variante mit 64 GB GB Speicher erhältlich. Dafür kann der Speicherplatz mit einer MicroSD-Speicherkarte nicht mehr nur um 512 GB GB, sondern um 1 TB erweitert werden. Im Tablet arbeitet ein Octa-Core-Prozessor und ein Akku mit einer Kapazität von 7040 mAh sorgt für eine Laufzeit von bis zu 11,5 Stunden beim Surfen und bis zu 14 Stunden bei der Wiedergabe von Videos. Damit haben sich Akkukapazität und Laufzeit im Vergleich zum Vorgänger geringfügig erhöht. Größere Veränderungen gibt es beim Betriebssystem. Anders als beim Vorgänger mit Android 9 ist auf dem Tab A8 Android 11 installiert. Auch die Kameraqualität hat sich verbessert, die Rückkamera hat eine Auflösung von 8 Megapixeln, 5 Megapixel Vorgängermodell, und die Frontkamera hat eine Auflösung von 5 Megapixeln, 2 Megapixel Vorgängermodell. Mit flexibler Multifensterfunktion, der Bildschirm lässt sich in zwei Hälften teilen, um zwei verschiedene Inhalte gleichzeitig anzuzeigen. Der Fensterfokus soll sich mit einer einfachen Drag- und Amp-Drop-Bewegung anpassen lassen. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion es, Inhalte zwischen Apps zu teilen und Benachrichtigungen per Drag- und Amp-Drop zu verschieben. Das Tablet hat eine Bluetooth-Konnektivität und einen USB-Anschluss. Zum Lieferumfang gehören ein Ladeadapter, ein Datenkabel, ein Steckplatzwerkzeug und eine Kurzanleitung. Was ist der Unterschied zwischen Wi-Fi und WLAN? Im Deutschen gelten Wi-Fi und WLAN oft als Synonyme, obwohl es marginale Unterschiede gibt. WLAN steht für Wireless Local Area Network und bedeutet kabelloses lokales Netzwerk. Wi-Fi ist dagegen der Markenname für die mit Wireless Fidelity gekennzeichneten Geräte. Diese Geräte können WLAN empfangen. Während im Deutschen beide Begriffe als Synonym für die Nutzung des kabellosen Netzwerks gelten, findet sich im Ausland meist nur der Begriff Wi-Fi. Eine weitere Variante ist Wi-Fi Direct. Die Technik erlaubt eine gegenseitige Verbindung mit einem anderen Gerät ohne Internet.
Auch kann ein drahtloses Netzwerk zwischen mehreren Geräten aufgebaut werden. Das zweite Produkt in unserer Liste ist Huawei MatePad T10 Sekunden. Das Huawei MatePad T10 Sekunden unterscheidet sich mit den Maßen 24,02 x 15,9 x 0,78 cm in Länge, Breite und Höhe und einem Gewicht von 450 Gramm kaum von dem Vorgängermodell Huawei MediaPad T5. Es ist mit einem 10,1 Zoll IPS Display mit einer Full-HD-Auflösung mit 1920x1200 Pixeln ausgestattet. Im Gegensatz zum Vorgängermodell hat es das Bildformat 16:10. Das MatePad T10 Sekunden ist mit Speicherkapazitäten von 32 oder 64 GB, GB, und anders als das MediaPad T5 auch mit 128 GB Speicherkapazität erhältlich. Während das MediaPad keine Möglichkeit zur Speichererweiterung bot, ermöglicht das MatePad T10 Sekunden eine Speichererweiterung per MicroSD-Karte um bis zu 512 GB. Abstriche werden beim Arbeitsspeicher nötig. Die 32 GB Version hat mit 2 GB Arbeitsspeicher 1 GB weniger als der Vorgänger. Gleiches gilt für die 64 GB Variante, die nur noch 3 statt 4 GB Arbeitsspeicher bietet. In der 128 GB Version hat das Tablet 4 GB, GB, Arbeitsspeicher. Wie unterscheiden sich Arbeitsspeicher und interner Speicher bzw. Speicherkapazität? Bei den Tablets spielen zwei Speicher eine wichtige Rolle, der Arbeitsspeicher und der interne Speicher. Der Arbeitsspeicher, RAM, ist ein Zwischenspeicher, in dem die aktuell verwendeten Daten abgelegt werden. Vereinfacht gesagt, können mit einem größeren Arbeitsspeicher mehr Anwendungen gleichzeitig reibungslos ausgeführt werden. Der interne Speicher bzw. die Speicherkapazität bezeichnet den Datenspeicher des Tablets. Er entspricht dem Festplattenspeicher bei einem PC. Daten, Medien und Programme sowie das Betriebssystem sind im internen Speicher abgelegt. Oft lässt sich der interne Speicher durch Speicherkarten erweitern. Allerdings funktionieren einige Apps nur, wenn sie im internen Speicher abgelegt sind. Keine Änderungen gibt es bei der Frontkamera mit 2 Megapixeln und der Rückkamera mit 5 Megapixeln. Ebenfalls gleich geblieben sind der Octa-Core-Prozessor und der Akku mit einer Kapazität von 5100 mAh und einer Laufzeit von bis zu 9 Stunden. Wie schon der Vorgänger verzichtet das Huawei MatePad T10 Sekunden auf das Betriebssystem Android. Stattdessen arbeitet das Tablet mit Huaweis eigenem Betriebssystem EMUI in der Version 10.1. Das Huawei-Betriebssystem basiert auf Android, doch Google-Dienste sind damit nicht nutzbar. Das Tablet wird mit einem Ladegerät, einem Kabel, einem SIM-Werkzeug und einer Schnellstartanleitung geliefert. Es hat WLAN, Bluetooth und einen USB-Anschluss. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Apple iPad Pro Tablet Huawei MatePad T10 Sekunden. Das Apple iPad Pro Tablet hat ein 11 Zoll oder 27,96 cm großes Liquid Retina Touch Display mit einer Auflösung von 2388 x 1668 Pixeln, also 2K. Es verwendet die Promotion-Technik, ist vollständig laminiert und hat laut Apple eine fettabweisende Antireflexbeschichtung. Die maximale Helligkeit beträgt 600 Candela pro Quadratmeter, der Reflectionsgrad liegt bei 1,8%. Im Inneren des Tablets befindet sich der bekannte M1-Chip von Apple, ein Octa-Core-Prozessor mit 4 Performance- und 4 Effizienzkernen. Zur Taktung der Kerne macht Apple wie üblich keine Angaben. Arbeitsspeicher und interner Speicher des Modells kann vom Käufer frei gewählt werden. 8 GB RAM bei Modellen mit 128, 256 oder 512 GB Speicherplatz. 16 GB RAM bei Modellen mit 1 oder 2 TB Speicherplatz. Erstklassiges Kamerasystem. Das Apple iPad Pro Tablet der dritten Generation hat ein Pro-Kamerasystem mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkelobjektiv mit einer Auflösung von 12 bzw. 10 Megapixeln. Es sind zahlreiche Funktionen wie eine automatische Bildstabilisierung, Geotagging, Smart HDR3 oder ein Serienbildmodus vorhanden. Die Kamera bietet einen zweifachen optischen und fünffachen digitalen Zoom. Sie kann in den Bildformaten HIVE und JPEG aufnehmen.
Neben Fotos sind mit der Kamera auch Videoaufnahmen in 4K-Auflösung möglich. Für den Betrieb befindet sich im Inneren des Tablets von Apple ein wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku mit einer Kapazität von 28,65 Wattstunden, der eine Laufzeit von bis zu 10 Stunden verspricht. Das Aufladen klappt über ein Netzteil oder ein USB-C-Kabel via Computer. Das Tablet unterstützt WLAN und Bluetooth der Version 5.0. Es hat 4 integrierte Lautsprecher und 5 eingebaute Mikrofone. Es hat ein Nano-SIM-Design und Face ID. Diese Funktion ermöglicht laut Apple das Entsperren des iPads durch die TrueDepth-Kamera für Gesichtserkennung. Neben dem Sensor für die Face ID hat das Tablet noch einen 3-Achsen-Gyrosensor, einen Beschleunigungssensor, einen Umgebungslichtsensor und ein integriertes Barometer. Neben den Kameras ist auf der Rückseite zudem ein sogenannter LiDAR-Sensor angebracht. Der Light Detection and Ranging-Sensor misst dreidimensionale Strukturen und soll Augmented Reality-Anwendungen noch genauer machen. Bei Augmented Reality werden auf dem Live-Kamerabild virtuelle Objekte in die reale Welt eingeblendet. Je exakter die Software die Umgebung wahrnimmt, desto besser kann sie die Objekte platzieren und so für eine perfekte Illusion sorgen. Pokémon Go ist derzeit die wohl bekannteste AR-Anwendung. Was ist Augmented Reality? Augmented Reality heißt übersetzt erweiterte Realität. Dieser Ausdruck bezeichnet die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Im Zusammenhang mit Computern besteht der Zusammenhang meist mit der visuellen Darstellung von Informationen, der Ergänzung von Videos oder Bildern mit computergenerierten Zusatzinformationen oder virtuellen Objekten durch eine entsprechende Einblendung. Sportfans beispielsweise kennen dies von Fußballübertragungen beim Einblenden von virtuellen Abseitslinien. Weitere Informationen und Anwendungsgebiete für Augmented Reality bietet das Video. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt ist Acepad A1304G Tablet PC Apple iPad Pro Tablet. Das Acepad A130 ist ein Tablet für preisbewusste Anwender, die ein solides Alltagsgerät suchen und weniger Wert auf Multimedia-Inhalte legen. Die Auflösung von 1280x800 Pixeln fällt bei dem Display mit der Bildschirmdiagonale von 10,1 Zoll geringer aus als bei anderen Modellen. Der Octa-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 1,8 GHz reicht nicht an die Leistung der Marktführer heran. Für Webseiten und einfache Cloud-Dienste genügt die Rechenkraft, für hochaufgelöste Videos oder Games nicht. Der Arbeitsspeicher ist mit 2 GB knapp bemessen. Dies gilt auch für die Akkulaufzeit, denn mit einer Laufzeit von 4 bis 6 Stunden ist das Tablet nicht sonderlich ausdauernd. Die Unterschiede der Prozessoren und Taktfrequenzen: Bei einem Prozessorkern handelt es sich um eine vollständige Einheit inklusive Rechen- und Steuerwerk. Sind 2 Kerne vorhanden, ist die Rede von einem Dual-Core-Chip, bei 4 Kernen von Quad-Core, bei 8 Kernen von Octa-Core. Während ein Octa-Core-Prozessor bis zu 8 Arbeitsschritte gleichzeitig erledigen kann, sind es bei einem Quad-Core-Prozessor 4. Die Taktrate gibt an, mit welcher Frequenz die einzelnen Kerne die Aufgaben abarbeiten. Wenn die Taktfrequenz 1 GHz beträgt, ist die Taktperiode eine Nanosekunde. Vereinfacht dargestellt ist ein Octa-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,3 GHz wesentlich schneller als ein Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz, wenngleich neben dem Prozessor weitere Komponenten für die tatsächliche Schnelligkeit entscheidend sind. Es besteht die Möglichkeit, Dateien zusätzlich auf einer MicroSD-Karte zu speichern. Der Standardlieferumfang enthält einen 64 GB großen Speicher. Das Betriebssystem dieses Tablets ist Android 9 Pie. Das 500 Gramm leichte Tablet weist Abmessungen von 24,3 x 16,6 x 1 cm auf. Die Kameras liefern mit 5 Megapixeln an der Rückseite und 2 Megapixeln an der Vorderseite eine im Vergleich geringe Auflösung. Der entscheidende Vorteil bei diesem Tablet ist die Möglichkeit, im klassischen Sinne zu telefonieren. Das Gerät ist mit 2 SIM-Kartenslots ausgestattet. So ließe sich mit der einen SIM-Karte im Netz surfen und über die zweite Karte telefonieren. Wenn WLAN in Reichweite ist, lässt sich das Acepad A130 auch darüber mit dem Internet verbinden.
Der nächste Produkt ist Lenovo TBX 306 FM 10 Tablet Acepat A1 304G Tablet PC. Das Lenovo TBX 306 FM 10 Tablet hat eine Speicherkapazität von 64 GB und 4 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher lässt sich mit einer MicroSD-Karte auf bis zu 256 GB vergrößern. Das Tablet hat die Maße 24,15 x 14,9 x 0,8 cm und wiegt 420 Gramm. Das Tablet von Lenovo hat ein IPS-Display mit einer Größe von 10,1 Zoll, 25,7 cm. Es hat das Bildformat 16:10 und eine Displayauflösung von 1280 x 800 Pixeln. Das Tablet ist ausgestattet mit einer Vollfokuskamera mit 5 Megapixeln an der Frontseite und einer 8 Megapixel Autofokuskamera an der Rückseite. Damit sollen sich dem Hersteller zufolge hochwertige Fotos in hoher Qualität machen lassen. Augenschonend, der TÜV Rheinland hat das Lenovo TBX 306 FM 10 Tablet als augenschonend zertifiziert. Das Display soll schädliches blaues Licht reduzieren und damit die Augen schonen. Mit einem Octa-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 2,3 GHz und einer WLAN-Konnektivität eignet sich das Lenovo-Tablet dem Hersteller zufolge für das Entertainment der gesamten Familie. Die vorinstallierte App Google Kids Space wurde speziell für Kinder entwickelt und stellt Kindern ausgewählte Apps, Bücher und Videos zur Verfügung, um die Neugier und Kreativität der Kinder anzuregen. Die App ist mit dem Google-Konto des Kindes verbunden und kann von den Eltern über Family Link verwaltet werden. Der Akku des Tablets von Lenovo hat eine Kapazität von 5000 mAh und bietet eine Laufzeit von 8 bis 10 Stunden. Welche Aufgabe hat der Prozessor? Der Prozessor oder die CPU, kurz für Central Processing Unit, eines PCs oder Tablets dient als zentrale Recheneinheit dazu, Befehle abzuarbeiten. Je mehr Kerne ein Prozessor hat und je schneller sie getaktet sind, desto schneller kann er Befehle verarbeiten. Der nächste Produkt ist Fire HD 10 Tablet Lenovo TBX 306 FM 10 Tablet. Das Fire HD 10 ist das größte Tablet von Amazon mit einer Bildschirmdiagonale von 10,1 Zoll mit der Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln. Das Tablet ist laut Amazon nicht nur schmaler und leichter als sein Vorgänger, sondern hat auch ein Display mit einer um bis zu 10% höheren Helligkeit. In dem Tablet mit der größeren Helligkeit arbeitet ein leistungsstarker Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,0 GHz Taktfrequenz. Mit dieser Ausstattung sowie einem Arbeitsspeicher von 3 GB eignet es sich für die typische Nutzung in der Freizeit, um zum Beispiel Filme oder Serien auf Amazon Prime oder Netflix anzuschauen, E-Mails zu schreiben, im Internet zu surfen oder zu spielen. Der Akku bietet Amazon zufolge eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden bei gemischtem Nutzungsverhalten. Mit Spracherkennung steuern lässt sich das Amazon Fire HD 10 auch per Sprache. Die Fire Tablets von Amazon unterstützen die firmeneigene Spracherkennung Alexa. So lassen sich per Sprachbefehl unterschiedliche Entertainment-Inhalte, Nachrichten, das Wetter oder Sportergebnisse abfragen. Da sowohl Alexa als auch das Fire HD 10 von Amazon stammen, arbeiten die beiden Systeme nahtlos zusammen. Das Fire HD 10 ist mit einem internen Speicher von 32 oder 64 GB, GB, erhältlich. Über eine MicroSD-Karte lässt sich der Speicherplatz um bis zu 1000 GB, GB, erweitern, das schafft genügend Raum für Apps, Filme, Bilder und Hörbücher. Für das Aufnehmen von Videos und Fotos ist das Amazon-Tablet jedoch nicht gemacht. Es hat eine 5-Megapixel-Hauptkamera und eine 2-Megapixel-Frontkamera. Das reicht nur für Schnappschüsse im Alltag. Amazon verwendet ein modifiziertes Android-Betriebssystem namens Fire OS, mit dem nicht auf den Google Play Store zugegriffen werden kann. Auf Umwegen ist die Installation zwar möglich, doch Amazon weist darauf hin, dass dann die Garantie erlischt. Leider umfasst die Auswahl an Anwendungen im Amazon App Store nur einen Bruchteil des Google Play Store Angebots. Eine Reihe beliebter Apps wie WhatsApp, Word und Excel gibt es nicht als Fire OS Version. Wer sich für das Tablet von Amazon entscheidet, darf zwischen den Farben Schwarz, Blau und Olivgrün auswählen. Beachte,
das Tablet von Amazon ist mit und ohne Werbung zu haben. Die kostengünstigere Version zeigt im Ruhemodus Werbung von Amazon an. Kunden berichten, dass das auf die Nutzung des Tablets keinerlei Auswirkungen hat. Die etwas kostspieligere Version des Fire HD 10 ist komplett ohne Werbung erhältlich. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Huawei MatePad 11 Tablet Fire HD 10 Tablet. Das Huawei MatePad 11 Tablet hat ein 11 Zoll großes Full-View-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer Auflösung von 2560x1600 Pixel. Die sogenannte DCI-P3-Farbskala macht die Farbdarstellung nach Angaben des Herstellers lebendiger und satter. Das Tablet hat einen integrierten Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 7250 mAh, der laut Huawei dank einer Technik zur Anpassung der Bildwiederholrate eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden bei reiner Videowiedergabe bietet. Eine Schnellladung mit 22,5 Watt ist ebenfalls vorhanden. Das MatePad 11 hat das vorinstallierte Betriebssystem Harmony OS 2.0, eine Speicherkapazität von 128 GB und einen Arbeitsspeicher von 6 GB. Mit M-Pencil der zweiten Generation, das Huawei MatePad 11 Tablet wird mit einem M-Pencil der zweiten Generation geliefert, der laut Huawei über 4096 Druckempfindlichkeitsstufen verfügt und das Schreiben in der Neigung unterstützt. Laut Hersteller registriert er dank einer Latenz von 2 Millisekunden selbst sehr leichte Striche auf dem Display. Dank Huawei Share kann das Tablet mit einem Laptop verbunden werden, was es unter anderem erlaubt, an zwei Projekten gleichzeitig zu arbeiten und Dateien per Drag and Drop zwischen den Bildschirmen hin und her zu ziehen. Alternativ lässt sich der Laptop-Screen auf das Tablet spiegeln und dort mit dem oben beschriebenen Pencil bearbeiten, das kann gerade bei Kunstprojekten sinnvoll sein. Aufgrund der Multi-Window-Funktion ist es laut Huawei möglich, bis zu 4 Apps auf dem Display zu öffnen. Der Lieferumfang des Tablets besteht aus einem USB-C-Netzteil, einem USB-C-Kabel, dem Pencil, einer Schnellstartanleitung und einer Garantiekarte für 30 Monate. Das Tablet hat eine WiFi 6 und eine Bluetooth 5.1 Funktion. Was sagt die Bildwiederholrate bei einem Tablet aus? Die Bildwiederholrate oder Bildwiederholfrequenz in der Einheit Hertz bezeichnet die Anzahl der Einzelbilder pro Sekunde, die beispielsweise auf eine Kinoleinwand projiziert werden oder auf einen Monitor, durch dessen Elektronenstrahl geschrieben werden. Eine hohe Bildwiederholrate kann dafür sorgen, dass schnelle Bewegungen im Bild flüssiger dargestellt werden. 100 Hertz sind in der Regel völlig ausreichend. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Amazon Fire HD 10 Kids Tablet Huawei MatePad 11 Tablet. Das Amazon Fire HD 10 Kids Tablet wurde es speziell für Kinder entworfen und ist geeignet für Kinder ab dem Vorschulalter. Es ist ausgestattet mit einem IPS-Display mit einer Bildschirmgröße von 10,1 Zoll 25,6 cm und einer Full-HD-Auflösung mit 1920x1200 Pixeln. Die Pixeldichte beträgt 244 ppi, Pixel per Inch. Was ist die Pixeldichte? Die Pixeldichte gibt Auskunft über die Anzahl der Pixel und damit auch über den Abstand in der Pixel zueinander. Angegeben wird sie in der Regel in der Einheit ppi für Pixel per Inch bzw. Pixel pro Zoll. Die Pixeldichte ist mitverantwortlich für die Schärfe der Darstellung. Mobile Geräte wie Tablets und Smartphones haben oft eine hohe Pixeldichte von 200 bis 300 ppi. Vollwertige Spitzengeräte können eine Pixeldichte von mehr als 500 ppi haben. Das Kindertablet von Amazon hat eine Speicherkapazität von 32 GB, die mit einer MicroSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitert werden kann. Der Arbeitsspeicher beträgt 3 GB und das Tablet arbeitet mit einem Octa-Core-Prozessor mit 2,0 GHz. Als Betriebssystem ist das Amazon-eigene Fire OS installiert, das auf Android basiert. Kindgerecht mit Amazon Kids Plus, auf dem Fire HD 10 Kids Tablet ist Amazon Kids Plus vorinstalliert und für ein Jahr kostenfrei nutzbar. Danach fallen monatliche Kosten für die Nutzung an. Amazon Kids Plus ist eine werbefreie Medienbibliothek, die viele kindgerechte Inhalte in Form von Büchern, Hörbüchern, Hörspielen, Filmen,
Serien, Apps, Spielen und Musik enthält. Mithilfe der Kindersicherung können Eltern die Bildschirmzeiten begrenzen, Lernziele und Schlafenszeiten festlegen und Altersfilter einrichten. Es können unterschiedliche Profile für bis zu 4 Kinder eingerichtet werden und es ist möglich, weitere Apps wie Netflix oder Disney Plus hinzuzufügen. Das Tablet für Kinder von Amazon hat einen Akku mit einer Kapazität von 4000 mAh. Er bietet eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden und lässt sich innerhalb von 4 Stunden voll aufladen. Das Tablet hat eine 2-Megapixel-Frontkamera und eine 5-Megapixel-Rückkamera. Es ist mit 2 Mikrofonen und 2 integrierten Lautsprechern ausgestattet und hat eine laut Amazon kindgerechte Hülle, die es vor Beschädigungen schützen soll. Das Tablet unterstützt WLAN und Bluetooth und es ist mit einem USB-C-Ladeanschluss, einem MicroSD-Steckplatz für externe Speicherkarten und einem 3,5 mm Stereoanschluss für Kopfhörer ausgestattet. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Microsoft Surface Pro 8 Tablet Amazon Fire HD 10 Kids Tablet. Das Microsoft Surface Pro 8 Tablet ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Microsoft bietet es mit 8 GB Arbeitsspeicher und einer SSD mit 128, 256 oder 512 GB internem Speicher an. Optional ist es mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer SSD mit 256, 512 oder 1000 GB Speicherplatz erhältlich. Was ist eine SSD? Die Abkürzung SSD steht für Solid State Drive und bezeichnet eine Festplatte ohne bewegliche Bauteile. Anders als eine HDD-Festplatte hat die SSD keinen Schreib- und Lesekopf, der beispielsweise bei einem Sturz oder starken Erschütterungen beschädigt werden könnte. Die SSD besteht aus mehreren Flash-Speichern. Diese Speichermedien ohne mechanische Teile kommen auch in USB-Sticks zum Einsatz. SSD-Speicher gilt als robuster als eine klassische HDD-Festplatte, die Flash-Speicher arbeiten leiser und schneller und haben außerdem ein geringeres Gewicht und einen geringeren Stromverbrauch als HDD-Speicher. Das Video erläutert ausführlich die Unterschiede zwischen SSD und HDD-Speicher. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Das Surface Pro Tablet von Microsoft ist mit einem Intel Core i5 mit 4 Kernen ausgestattet. Optional ist es mit einem Intel Core i7 erhältlich. Das Display hat eine Größe von 13 Zoll, 33,02 cm. Mit 2880x1920 Pixeln und einer Pixeldichte von 267 ppi bietet es eine Full-HD-Auflösung. Das Tablet arbeitet mit Windows 11 Home und ist mit einigen vorinstallierten Apps wie Microsoft 365, Microsoft 365 Family und Xbox Game Pass Ultimate ausgestattet. Für die Nutzung der Apps fallen unter Umständen Gebühren an. Lange Akkulaufzeit. Der Akku des Microsoft Tablets hat eine Kapazität von 7040 mAh. Bei typischer Gerätenutzung beträgt die Laufzeit bis zu 16 Stunden. Das Tablet Pro 8 ist mit einer 5-Megapixel-Frontkamera und einer 10-Megapixel-Rückkamera ausgestattet. Es hat 2 Fernfeld-Studio-Mikrofone und einen 2-Watt-Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Es unterstützt das Microsoft PAN Protocol, MPP, und Signale des Surface Slim Pen 2. Das Tablet unterstützt WLAN und Bluetooth und ist ausgestattet mit 2 USB-C-Anschlüssen mit USB 4.0, Thunderbolt, einer 3,5 mm Kopfhörerbuchse, einem Surface Connect-Anschluss und einem Surface-Type-Cover-Anschluss. Der nächste Produkt ist Samsung Galaxy Tab S8 Tablet. Die S8-Reihe von Samsung enthält die Spitzenmodelle des Herstellers. Das Samsung Galaxy Tab S8 ist das kleinste und leistungsschwächste der Serie und kann dennoch mit viel Power und vielfältigen Möglichkeiten überzeugen. So kommt auch das S8 mit einem S Pen, der die Kreativität des Nutzers fördert. Der Eingabestift findet seinen Platz auf der Rückseite des Tablets, wo er per Magnet an Ort und Stelle gehalten wird. Dort lässt sich zudem der Akku des Pens aufladen. Die im Lieferumfang bereits enthaltene Software Samsung Notes bietet im Zusammenhang mit dem S Pen viele Möglichkeiten. Schreiben von Memos. Zeichnen von Skizzen.
Anfertigen von Zeichnungen. Umwandlung von Handschrift in Text. 6 Monate kostenlos ist die Software Clip Studio Paint X. Mit dieser soll es möglich sein, den S Pen wie einen echten Pinsel zu führen. Das Tablet verwandelt sich in eine große Leinwand mit einer großen Farbpalette. Die Farben lassen sich auf einem kompatiblen Smartphone auswählen, sodass die Leinwand stets für die kleinen und großen Kunstwerke Platz hat. Mit der App QuickShare lassen sich die angefertigten Meisterwerke schnell in den sozialen Netzwerken teilen. Der Akku ist mit einer Akkukapazität von 8000 mAh leistungsstark. Samsung gibt die Laufzeit während der Internetnutzung im WLAN mit bis zu 15 Stunden an. Videowiedergabe ist ebenfalls für 50 Stunden möglich und wer nur Musik hören möchte, kann dies sogar bis zu 110 Stunden lang machen. Austauschbar ist der Akku, wie heutzutage üblich, allerdings nicht. Akkus können durch falsche Handhabung einen Teil ihrer Leistungsfähigkeit einbüßen. Das Video zeigt, wie der Tablet-Akku lange hält, ohne Kapazität zu verlieren. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Das Samsung Galaxy Tab S8 gibt es in einer Variante mit 5G-Unterstützung. Dieses Modell ist teurer, bietet jedoch den Vorteil des mobilen Internets mittels Nano-SIM-Karte. Ein entsprechender Tarif mit einem Datenvolumen ist dann empfehlenswert. Im Innern werkelt ein Octa-Core-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 2,99 GHz. Das TFT-Display hat eine Größe von 11 Zoll und bietet eine Auflösung von 2560x1600 Pixeln. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 12 Megapixeln, die Hauptkamera glänzt sogar mit 13 Megapixeln. Wer gerne Videos aufnimmt, kommt mit dem Galaxy Tab S8 voll auf seine Kosten. Denn die Auflösung liegt hier bei 3840x2160 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde, was UHD entspricht. Als Betriebssystem kommt Android 12 zum Einsatz. Es gibt 3 Farben zur Auswahl, Schwarz, Silber oder Pink. Ein Ladegerät liefert Samsung nicht mit, ein USB-C-Kabel ist mit dabei. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet. Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite hat ein 10